Hallo, schön, dass du da bist auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur und auch auf dem anderen Kanal. Glück ist eine Entscheidung. Und ich habe heute die ganz große Freude, mit der lieben Christa Maria Fratzel, ja, aus Österreich in der Steiermark, glaube ich, zu sprechen. Hallo, sei gegrüßt. Hallo Jens, guten Morgen. Ich freue mich sehr, mit dir ein Gespräch zu führen. Ja, ich freue mich auch schon sehr und ich möchte heute, was Kunst und Kultur betrifft, eine etwas vielleicht ungewöhnliche Anfangsfrage stellen. Und zwar die Frage, was glaubst du, was ist der Unterschied zwischen Menschen, die so grundsätzlicher Natur glücklich sind, und wir reden immer von glücklich sein, also nicht Glück haben, sondern glückliche sind, und Menschen, die es nicht sind, was haben die einen, was die anderen nicht haben, oder was unterlassen die einen, was die anderen nicht unterlassen? Was glaubst du in Sachen glücklich sein? Ich glaube grundsätzlich, ich muss versuchen, das Leben zu bejahen. Von Grund auf. Ich stehe auf in der Früh, ich freue mich über die Sonne, der Tag lacht mich an und es geht schon los. Meine Gedanken sind dann bei der Kunst und bei dem, was ich heute machen möchte, was mich erwartet. Nichts, dass ich erwarte, sondern es erwartet mich. Und das Glück ist auch meine Familie, meine Kinder, mein Zuhause. Ich schätze das sehr und für mich ist das auch eine große Freude in meinem Leben, dass ich beseelen möchte. Und grundsätzlich bin ich ein lebensfroher Mensch und bejahe das Leben. Und eigentlich will ich dem Leben einen kreativen Ausdruck verleihen und dazu helfen wollen, dass es einfach Licht in die Welt kommt und etwas zauberhaft zu machen. Und mit diesem Sinne, glaube ich, kann man schon das Glück finden. Das ist schön. Glaubst du, kann man das erlernen, was du gerade gesagt hast? Kann man das lernen oder kann man sich das aneignen? Oder glaubst du, dass das eher so genetisch in einem drin sein muss, damit man überhaupt glücklich sein kann? Oder glaubst du, dass man das auch sozusagen sich ja aneignen kann? Auf jeden Fall kann ich mir das aneignen. Mit meiner Einstellung, mit meiner Lebenseinstellung, die ist ja nicht angeboren, die mache ich mir ja. Und wie ich gesagt habe, wenn ich mit der Einstellung komme in den Tag, dass ich mich freue und die kleinsten Kleinigkeiten sehe, dann ist das da. Das kommt von selbst. Was bei mir auch ist, ich meditiere täglich und das macht mich schon sehr kräftig im Geist und in der Ruhe und in der, mit den Menschen, diese Begegnungen und diese Freude dazu. Sehr schön. Also es ist auch eine Frage der Sicht der Dinge sozusagen. Ne? Das ist sehr schön. Auf jeden Fall. Ja, Kunst. Was darf Kunst bewirken? Was darf Kunst können? Oder was sollte sie sogar können? Kunst kommt von innen. Also ich kann nicht sagen, ich bin Künstler, das würde ich mir nicht ausmalen, sondern ich habe etwas in mir und es ist eigentlich ein Spiegel von mir selbst. Es kommt dann einfach bei mir durch Kunst heraus, durch Malerei heraus. Und ich glaube einfach, dass das nicht mit Krampf passieren darf, sondern das ist in mir und es kommt einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich beginne mit dem Bild, sondern ich habe das mit einer Idee, die ich im Kopf, im Herzen habe und ich nehme meine Farben und das bringt das zum Ausdruck. Sehr schön. Also das heißt, die Technik als solches ist jetzt gar nicht so entscheidend, sondern es ist rein eine intuitive, kreative Kunst, ne? Also das Malen selbst in der Technik, das geht eigentlich recht schnell. Es ist für mich so wie eine Musik, wie einen Brief, den ich schreibe. Und es ist etwas, das es geht durch, einfach durch. Mhm. Nicht davonlaufen, einfach dabei bleiben und einfach Freude haben, gar nicht viel denken, sondern es kommt von selbst. Sehr schön. Wie bist du denn der Kunst begegnet oder wie ist die Kunst dir begegnet? Wie war das? Wie hat das angefangen und wodurch? Was war der Auslöser, dass du zum Malen zum Beispiel kamst? Ja, die Kunst ist mir nachgelaufen. Okay. Ich wollte das gar nicht zuerst.
Ich habe 4 Kinder bekommen und wir haben Haus gebaut. Es war sehr stressig. Ich wollte weg von zu Hause und ich wollte auch so wie andere Frauen arbeiten gehen und irgendwo schön haben. Und zu Hause, das hat mich nicht interessiert. Und ich habe mir gedacht, ich will wichtig sein und gehe hinaus. Und dann sind Dinge dazwischen gekommen, wo ich gemerkt habe, das geht nicht. Ich kann nicht weggehen, das funktioniert nicht. Meine Kinder sind klein gewesen und das ganze Haus ist ein Imperium und es hat nichts mehr funktioniert. Und ich bin dann wirklich 2 Tage voller Tränen, 2 Nächte voller Tränen und habe mich damit abgefunden, okay, dann bleibe ich zu Hause. Und dann ist etwas passiert. Meine Mutter ist mit mir im gemeinsamen Haus und sie wollte, dass ich Sonnenblumen einkaufe für die Vögel zum Füttern. Und ich habe mir gedacht, nein, lass mich in Ruhe, ich will das alles nicht. Und dann bin ich doch gefahren und dann war das irgendwie so voller negativer Energie. Und ich habe diese Sonnenblumen genommen und habe sie einfach in die Wiese auf unseren frisch gebackenen Grund gestreut. Und was ist herausgekommen? Ein ganzes Meer, ein ganzer Acker in unserem Garten voller Sonnenblumen. Ich bin auf in der Früh, ich habe dieses Leuchten von Gelb und von der Sonne und das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat eine Emotion in mir ausgelöst und ich habe mir gedacht, ich fotografiere das. Wir haben Haus gebaut und wir haben also immer Fotoapparats sind herumgelegen und ich habe keinen gefunden. Und dann haben wir gedacht, na, das will ich festhalten, wie soll ich jetzt tun? Und finde von meinem Schwiegervater uralte Ölfarben. Und ich habe mir gedacht, okay, dann male ich sie halt, die Sonnenblumen. Und so hat die Geschichte begonnen. Mein erstes Bild waren Sonnenblumen, die ich gemacht habe. Und was ist herausgekommen? Ein ganzes Imperium an Malerei, an ganz viel Großen mit einem eigenen Atelier, mit eigenen Angaben. Und ich bin sofort dann in Kurse geschubst worden, ohne dass ich das wollte. Bin irgendwo ganz anders gelandet, aber es war richtig. Und so hat eigentlich, ich kann gar nichts sagen dazu, es ist einfach das, was meine Malerei zu Beginn ausgemacht hat. Ja, sehr schön. Also es war ein richtiger, schöner Impuls. Und die Sonne, die Sonnenblume, die ist ja richtig eigentlich immer so dabei geblieben. Und das, man sieht es auch an deinen Farben. Das strahlt meistens häufig alles. Und der Farbverlauf ist in Richtung hell. Und man sieht es einfach, dass ja, diese Auswirkung bei dir, die sieht man einfach immer in deinen Bildern. Und du hast ja glücklicherweise, vielen Dank dafür, auch bei unserer Ausschreibung Zukunft Neuer Denken mitgemacht mit dem Bild Transformation und auch dort sieht man das. Und was wir jetzt mal ganz kurz machen wollen, wir wollen mal ein bisschen genau diese Art und Weise zeigen anhand deiner Bilder und du führst uns jetzt einfach mal kurz zu einigen Bildern. Gerne, das mache ich gerne und ich werde gleich einmal da hier den Raum verlassen. Jetzt sind wir live dabei, sehr schön. Jetzt sieht man das schon. Ja, und hier beginnt es schon. Für mich ist das ein Bild, es sind alles Ölgemälde. Ein Bild, das heißt, geboren, um zu schweben. Für mich ist eine Bedeutung, wozu sind wir hier? Wir wollen ja doch nicht einfach nur arbeiten und essen, schlafen, das kann es ja nicht sein. Wir wollen einfach das Leben genießen und nur Farben auf die Sonne und auf Wolken zu malen und das verschönern und tanze dich durch das Leben. Das ist jetzt einmal das eine Bild. Sehr schön. Und von der Technik her ist es eigentlich meine eigene Technik, meine entwickelte Technik. Und jetzt kommen wir gleich zu dem Bild Transformation. Oh ja, da ist es in Natura. Ja, also das ist jetzt, es ist ja auch sehr groß. Ich schwenke es einmal durch. So, finde ich sehr, sehr schön. Und finde ich auch sehr schön für diese Zeit, in der wir gerade leben. Ja, ich habe ja das ganze Haus voller Bilder. Es ist alles voll. Und ich gehe jetzt den Gang entlang. Und das ist einfach ein Sonnenstrahl, ein Sonnenschein. Ja.
der im Raum dir einfach positive Energie gibt und wo du einfach Freude hast. Und das spürt man schon, diese Energie, die kommt. Dann habe ich so ein Stiegenhaus und Gott sei Dank hat mein Mann ein ganz großes Haus gebaut, wo viel Platz hat. Und ja, und auch hier, das haben wir dann schon gesehen. Eigentlich eine Galerie schon, ne? Ist das, ja, ist es eigentlich, ja. Das Bild hier ist in den Himmel aufgefahren. Das hat eine sehr große Geschichte. Das muss ich einmal zuschwenken. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es war eigentlich eine Woche vor dem Tod meiner Mama. Und sie hat also für mich eine ganz große Bedeutung. Und diese Kunstbedeutung hat sie mir eigentlich geschenkt durch diese Sonnenblumenkerne. Und sie ist mein Engel. Sie ist mein Engel. Ich gehe jetzt langsam zurück. Wieder. Das sind einfach Zeichnungen. Das ist ein schmaler Gang und da kann man kleine Bilder. Sehr meine schön. Motive sind auch sehr religiös. Das letzte Abendmahl. Mhm. Und Zeichnungen mache ich sehr gerne. Und dann wieder Öl. Also das sind kleine, ganz kleine spirituelle Bilder. Das ist mein Jesus und irgendwie immer nach dem Motto voll und ganz leben, sonst ist man tot. Und für ein zunehmend erfülltes und reiches Leben, das sich nicht in Trott und in Auszehrung verliert, sondern im Brunnen schöpft, die groß sind. Sehr schön. Und nichts verlöschen zu mag. So. Jetzt wandere ich wieder zurück in unseren kleinen Raum. Das zeige ich noch hier. Das ist für mich ein sehr bedeutsames Bild. Und das heißt, lebe deine Träume. Mhm. Verwirklich deine Wunder, deine Träume. Und kämpfe um sie. Und kämpfe um alles. Und das ist das Bild Heilung. Denn ich glaube, wir brauchen alle Heilung. Ob das jetzt körperlich, seelisch, geistig ist, ist ganz ein wichtiges Spiel in heute, besonders heute in unserer Zeit. Der Geist muss einfach gesund bleiben. Sehr schön, auch transformatorisch, ne? Also Veränderung ja, auf jeden Fall. Ja, in vielen deiner Bilder. Genau. Okay. Da, und der Michael Jackson ist auch da. Oh ja, jetzt sehr muss schön. Ich wieder zurück. Jetzt nehmen wir, glaube ich, eine Salzkristalllampe, ne? Was? Geht das jetzt nicht? Moment. Die Kamera noch umdrehen? Ja, jetzt. Sehr schön. Jetzt bin ich wieder da. Ja, das hat doch super geklappt. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, du hast sehr, sehr gerne immer Veränderungen in deinem Verlauf der Bilder. Das ist eine sehr, 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 sehr schön. Und es ist aber nicht die einzige Kunst, die du betreibst, sondern was machst du noch sehr gerne? Religiös, spirituell, das haben wir natürlich alle gesehen. Merkt man auch irgendwie an den Strahlen deiner Augen, finde ich immer auch sowieso. Was machst du noch? Ja, es hat sich für mich seit einem Jahr etwas Neues eröffnet. Seit 7 Jahren bin ich in einem Gospelchor und singe. Und vor einem Jahr ist ein anderer Chor zu mir gekommen. Also es hat sich entwickelt. Und ich bin jetzt Leiterin eines Gospelchores, eines anderen Gospelchores. Nur, wir haben leider Lockdown und wir haben jetzt das so, so, so lange keine Proben gehabt. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber in dieser Zeit ist noch etwas entstanden. Und zwar, ich setze mich mit meiner Gitarre hin und fange einfach etwas an, eine Melodie, mir fällt irgendein paar Worte ein, einen Text, ich schreibe das nieder und auf einmal wird ein Lied. Und ich habe jetzt da innerhalb kurzer Zeit, habe ich 10 Lieder geschrieben, getextet und melodiös dazu gestimmt und ich habe eine Freude dabei und es sprudelt raus. Und das ist eigentlich vielleicht eine neue Geschichte jetzt nach der Malerei,
das wirklich viel Platz kriegt in meinem Leben. Sehr, das sehr schön. Ja, also ich mag ja deine sehr positive Einstellung zum Leben. Was kannst du jemandem mitgeben, der vielleicht auch in der Kunst unterwegs ist, vielleicht gerade angefangen hat und jetzt haben wir ja alle so ein bisschen hier den Bremser, den Lockdown und so. Was kannst du den Menschen mitgeben, trotzdem am Ball zu bleiben oder was für Möglichkeiten haben wir denn? Weil viele leben ja auch von ihrer Kunst, ne? Ja, grundsätzlich. Also ich glaube, und das ist nicht nur meine Einstellung, ich glaube, das kommt vom Himmel her. Hab Liebe, hab Freude dazu, komm aus dem Herzen und brenne dafür, was du tust. Es ist egal, ob du singst, ob du jetzt malst oder turnst oder tanzt oder schauspielst. Brenne dafür und hör nicht auf. Hör einfach nicht auf, sondern mach es immer weiter und geh einfach nach vorne. Lass dich von dem Lockdown nicht irritieren, überhaupt nicht, da denke ich gar nicht dran. Schalt die Nachrichten aus. Sehr schön, das war eine gute Idee, die auf jeden Fall immer wirkt. Ja, sehr, sehr schön. Ja, und dann bis hierhin schon mal ganz, ganz lieben Dank für deine sehr tollen Eindrücke, sehr tollen Antworten. Und es hat bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da bedanke ich mich, bevor ich die letzte Frage auch gleich an dich stelle. Auch dir, lieber Zuschauer, wenn dir es gefallen hat, dann like es sehr gerne, das Interview. Schreib auch was Nettes drunter, vielleicht auch deine Erfahrungen zu diesem Thema drunter. Abonnier den Kanal und tätige die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Vielen Dank dafür. Und jetzt dir natürlich auch lieben Dank. Die letzte Frage, was wünschst du dir von der Welt und was wünschst du dir für die Welt? Ich wünsche mir Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit, Liebe, Freude, Freundlichkeit, Miteinander. Nur damit wir eigentlich das Glück erleben, das so viele suchen und sie suchen bei Geld. Das ist falsch. Also das ist für mich Energie und Energie kommt von selbst, wenn du das andere mit Freude bringst. Sehr schön. Es kommt zurück. Sehr schön. Lieben Dank für deine Zeit. Und wir sagen Tschüss aus Bad Vilbel und Tschüss aus der Steiermark. Dankeschön.